Paw Patrol, Paw Patrol, Paw Patrol, Paw Patrol. Hallihallo, lieber Zuschauer. Ich heute. Ich war früher alt, also wo ich noch im Kindergarten war, war ich immer Sky. Lauter, finde ich. Wo ich früher im Kindergarten war, war ich immer Sky, weil. Das war ich noch ein bisschen Mädchen. Echt? Also, Paw Patrol, Paw Patrol, Paw Patrol. So, das sieht aus, aber wie Kinder. Bueno. Bueno. Sieht aus wie Kinder Bueno. Wie probieren es? Paw Patrol. Vier Stück sind Bueno, sag ich mal. Oder? Ah? Waffel. Ah, die sind einzeln verpackt. Ja, ja, ja. Oh, das ist schon mal ein positives Punkt. Einzeln, ja, gepackt. Und das ist so. So aus. Also, ja, kommt man Laune, bekommt man Bock drauf. Für Kinder, ja? Für Jungs, für Mädels. Kann man so toll. Wir teilen uns ein. Ja, wir teilen uns ein. Ja. Bam. Mm. Ja. Tschuh. So, lieber Zuschauer, was zum Beispiel beim Kinder Bueno gibt, wo du aufmachst, aber nein. Bei. Ja, ja stimmt, doch, doch. Ja, geh mal her. Vielleicht gibt. Warum? Nein, hier gibt nicht. Also, das ist ein negatives Punkt. Weil, tja. Ja. Und das ist sehr fest. Du bekommst den nicht einfach auf. Wirklich? Wenn du das sein Kind gibst, da kriegt das so schwer auf. Das ist doch doof. Warte, so, guck mal, weil wir Tony. Dann wird er gezwungen, mit seinen Zähnen aufzumachen. Und das guck ich mal. Ja. Warte, leg mal das mal. Nee, ich gebe dir einen Kommentar. Warte kurz. Wir wollen uns das ja teilen und ich probiere erstmal so ein bisschen, weil ich habe immer Angst. Und ich mache jetzt Kampf. Kurz, du machst nicht. Ich mach andersrum, dann geht's wirklich. Nein, ich will aber so. Okay. Genau. Guck, das hält sonst nicht. Ich lass mich einfach in Ruhe. Lass mich. Aber die Schokolade ist sehr billig, oder? Oder? Billig. Ja. Ach. Also, wenn du das isst, merkst du sofort. Ist billig. Ein No-Name, billiger. Ich kann das gar nicht Schokolade nennen. Wenn man so, keine Ahnung, Lindt oder Milka Schokolade isst, dann ist das immer so. Das ist nichts. Wie soll ich sagen, so. Die Waffel ist sehr lecker. Geht so. Doch, sehr lecker und knusprig. Die Schokolade und die Füllung. Bäh. Viel Spaß beim Essen. Bäh. Okay. Hallo. Da hast du ja noch genug, weil die schmecken dir ja so gut. Bäh. Okay, also lieber Zuschauer. Danke, dass du es wieder. Nein, ah, Moment. Okay. 1 von 10. 1 von 10 ja, nur? Ja. Ich geb, für was soll ich dann ein guter, besserer Wert sein? Ich gebe 3 minus. Ist also gut. Minus 3? Ja. Weil was so toll nur an dem Produkt ist, Paw Patrol. Und einzeln verpackt. Ja. Mehr nicht. Aber das Paw Patrol hat gar nichts damit zu tun, nur weil ja, auf der Verpackung Paw Patrol ja, drauf gemalt ist. Also attraktiv und eine sehr tolle, schlaue Idee, um das zu verkaufen. Also Respekt. Haselnuss. Weil das Geschmack ist dann, ja, nee, wirklich, hat mit Haselnuss nichts zu tun und mit Schokolade auch nichts zu tun. Marketing 10 von 10, aber. Also ich, wenn ich das im Geschäft sehen würde, würde ich das nicht kaufen. Nee. Also ich und glaub, ich werde jeder sagen, bäh. Also ich würde jetzt, also ich bin ja, ich werde dieses Jahr 11. Ich würde mir das nicht kaufen. Erstens wegen dem Bild. Zweitens, es schmeckt nicht. Gar nicht. Wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, im Kindergarten noch wäre oder erste Klasse, dann würde ich das natürlich haben wollen. Ja, das wird nicht mein Kind Süßzeug, süchtig ist, da wird das nicht mal gerne essen. Wenn ein Kind Süßzeug süchtig ist, dann merkt ihr doch, dass das nicht eklig ist, wenn das immer Süßkeiten ist. Ja, ein Kind, das nie Süßkeiten isst, das freut sich sogar darüber.
Weil ich denke, das ist richtige Schokolade. Ja, danke. So, für Äpfel rein. Gut. Danke, dass du das Video zugeschaut hast. Mit Haselnuss-Flavor-Creme. Video. Flavor. Also, das ist ein Geschmack, nicht mal richtige Haselnuss drin. Ich habe mich schon verabschiedet. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Tschüss.